Tatort Meiningen. Der Fall häusliche Gewalt. Nachbarn haben die Polizei gerufen. Zugriff, bevor der mutmaßliche Täter flüchten kann. Das Opfer liegt blutend in der Küche. Kaum ansprechbar. Erste Hilfe. Wollen Sie sich recht nach vorne? Wir haben jetzt Notarzt für Sie informiert. Eine Praxisübung für die Anwärter der Polizeischule im thüringischen Meiningen. Kein echter Fall, kein echtes Opfer, aber so echt wie möglich. Hier in der sogenannten Tatortwelt lernen die angehenden Polizisten, Fälle zu lösen, Recht durchzusetzen. 2 Jahre Ausbildung. Erst Theorie, dann viel Praxis. Guck dir jeder doch schon wieder, der geht's prima. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, auch mal die andere Rolle zu spielen. Na, man weiß ja als Polizeibeamter, was man jetzt ungern entgegentreten möchte. Und dem kann man halt nachgehen und halt seinen Mitschülern einfach zeigen. Doch immer weniger wollen in den mittleren Dienst der Polizei, wo es auch ums Zupacken geht. Die lernen anders, die lernen digitaler. Und hier muss man aber Handwerk machen, hier nützt das Handy nicht viel. Deswegen ist es manchmal so, man muss es tun, machen. Hier ist praktisches Training angesagt. Woanders ist es gut, ein Handy zu benutzen, da kann man Informationen abrufen, aber hier nützt es halt eher wenig. Die Ausbildung anpassen. Die Polizeischule in Meiningen hat für die praktischen Trainings das reale Leben nachgebaut. Verbrechen werden überall begangen, im Supermarkt, in der Kneipe, auf der Straße. Melden Status 4, sind am Einsatzort angekommen, prüfen jetzt den Sachverhalt. Schönen guten Tag, Polizei. Einsatz für Lysanne Zimmermann und Pierre Schatt. Der Fall? Diebstahl aus diesem Fahrzeug. Zuerst müssen Tatort und Spuren gesichert werden. Nichts darf übersehen werden. Fallklärung im Unterricht. Da geht ruhig ran und das ist schon mal sehr gut. Was ist eine gute Ermittlungsarbeit für Sie? Gute Ermittlungsarbeit ist, dass wir die Spuren so weit aufnehmen können, dass wir am Ende einen Erfolg haben, dass wir den Täter quasi ergreifen können. Lysanne vernimmt den Geschädigten. Für die ehemalige Hotelfachfrau ist es die zweite Ausbildung. Ich finde es einfach toll, anderen Menschen zu helfen, ein bisschen auch für Recht und Ordnung zu sorgen, was man bei der Polizei ja wirklich sehr gut kann. Und ich finde es einfach toll, mit Menschen zusammenzuarbeiten, denen zu helfen bei schwierigen Situationen. Und es ist einfach ein tolles Team. Diese Sachverhalte, wie wir es hier jetzt üben, zu lösen, das gibt einem doch schon ein gutes Gefühl. Und deswegen denke ich schon, dass man auch in unserer Rolle, sage ich mal, sich gut fühlt und die Welt irgendwo ein Stück weit verändern kann. Junge Menschen wie Sie für den Polizeiberuf in Uniform zu begeistern, wird immer schwieriger. Und damit auch die Klassen zu füllen. Schönen guten Morgen. Morgen. Der Rest kann wegdrehen. Im Herbst sind 190 Anwärter fertig und arbeiten dann in den Thüringer Polizeidienststellen. 40 mehr hätten sie eigentlich gebraucht. In der Tat hat es Jahre gegeben, da waren die Bewerber buchstäblich Schlange gestanden bei uns. Das hat sich mit der Generation Y und Z grundlegend geändert. Und deshalb sind wir, wie viele andere moderne und gute Arbeitgeber, auf Werbung angewiesen. Jetzt wird der Nachwuchs mit Vollgas auf Schulhöfen umworben. Auf allen Feldern ermitteln. Aufstiegschancen schaffen. Immer für eine Überraschung gut sein. Ein neuer Imagefilm, Kalender mit Autogramm und Lysanne, die für die Ausbildung wirbt an einer Erfurter Gesamtschule. 1,5 Millionen Euro steckt Thüringen in die Polizeinachwuchswerbung. Der Streifendienst, der würde mich halt interessieren. Ja, weil so, weil man es halt einfach so jeden Tag halt einfach miterlebt, was halt so los ist. Und da halt mit dabei zu sein, das würde ich sehr spannend finden. Überzeugungsarbeit leisten, mit Technik begeistern, den Beruf im Staatsdienst erklären. Auf irgendeine Art und Weise wäre es schon was für mich, weil ich das auch aus der Familie und sowas kenne. Also meine Mama arbeitet ja bei der Polizei. Ich weiß nur nicht so mit Kindern und sowas, wenn denen dann was passiert und so. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Die Hundestaffel hat welche Arbeiten auszuführen? Ja, da gibt es verschiedene Spezialrichtungen. Hier haben wir den Personenspürhund, dann gibt es noch den Pferdensuchhund. Sprengstoffspürhunde haben wir noch, Rauschgiftspürhund, Datenträgerspürhund.
Brandmittelspürhund und Leichen- und Tatmittelspürhund. Nach Jahren des Sparens hat sich auch für den Thüringer Innenminister Angebot und Nachfrage gedreht. Der Arbeitsmarkt ist nicht mehr so wie vor ein paar Jahren, dass wir 10-mal mehr Bewerbungen hatten, als wir Plätze haben. Und aus meiner Sicht, das ist ganz zentral, dass wir diverser werden, dass auch Polizei die Gesellschaft abbildet, ja, mit all ihren Facetten. Vor allen Dingen brauchen wir auch mehr junge Frauen, aber wir brauchen natürlich auch gesellschaftliche Gruppen, Menschen mit Migrationsgeschichte und so weiter und so fort, weil das ist zentral für eine erfolgreiche Polizeiarbeit. Ein Beruf mit angeknackstem Image. Montagsdemos, Drohungen, Gewalt. Sie sind nicht in meinem Geltungsbereich. Lassen Sie mich in Ruhe. Auch Situationen wie diese auf dem Lehrplan der Polizeischüler in Meiningen. Staats- und Verfassungsrecht anwenden, Meinung ausblenden. Da merkt man halt, dass nicht jeder erfreut über die Polizei ist. Und ja, letztendlich müssen wir dann auch einschreiten. Wenn dann die Leute prinzipiell die Rechtsstaatlichkeit anzweifeln, das ist dann schwierig, eine Argumentationsgrundlage da zu finden, um mit den Leuten dann weiter im Dialog auch zu bleiben. Denn der Polizist hat ja auch als wichtiges Einsatzmittel seine Stimme. Wichtig für uns ist dabei einfach, dass man das ausblenden kann. Wir wissen, wenn eine Maßnahme rechtsmäßig ist und dass wir die dann auch einwandfrei durchziehen. Einfach ausblenden, sich davon auf keinen Fall ablenken lassen. Gegensätze, Extremismus. Demokratiebildung im neuen sozialen Kompetenzzentrum der Polizeischule. Lysanne und die anderen Anwärter künftig als Kitt der Gesellschaft. Sich schon in der Ausbildung auseinandersetzen mit den Rändern. Was ist das, was mir in den Kopf kommt, wenn ich den Obdachlosen sehe? Schicksal? Traurigkeit. Ein demokratisches Selbstverständnis als Grundlage des Polizeiberufs. Weil wir Garant für die Demokratie sind, das ist auch mit unser Auftrag. Wir stehen dafür, wir sollten auch Vorbild sein, aber wir müssen uns aktiv damit auseinandersetzen, weil nur eine Vorbildwirkung zu haben und nicht zu wissen, was dahinter steht, ist ganz schwierig. Und wir müssen sie auch verteidigen, die Demokratie. Hallo. Habt ihr beide? Machen wir uns los. Ja. Auch deshalb sucht die Polizei dringend Ermittler wie Sie.